Maranatha, der kommt. Eine Andacht von Ellen White. Engel können Gottes Zeichen lesen. 23. August. Ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte Gottes an ihren Stirnen. Offenbarung Kapitel 7, Verse 2 und 3. Die ganze Welt ist im Umbruch. Die Völker sind zornig und große Kriegsvorbereitungen werden getroffen. Eine Nation schmiedet ihr Komplott gegen die andere, ein Reich gegen das andere. Der große Tag Gottes kommt sehr schnell näher. Obwohl die Völker ihre Truppen zum Krieg und Blutvergießen versammeln, bleibt der Befehl an die Engel immer noch in Kraft, die vier Winde zu halten, bis die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Noch werden die vier Winde gehalten, bis die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Dann werden die Mächtigen der Erde ihre Streitkräfte zur letzten großen Schlacht aufstellen. Wie sorgfältig sollten wir das letzte bisschen unserer Gnadenzeit nutzen. Menschen, die sich in ihrem Denken einfach haben gehen lassen, müssen sich ändern. Die Gedanken müssen auf Gott konzentriert sein. Jetzt ist es Zeit, sich ernsthaft anzustrengen, um die natürlichen Neigungen des fleischlichen Herzens zu überwinden. Bevor wir in sie die Zeit der Trübsal eintraten, erhielten wir alle das Siegel des lebendigen Gottes. Dann sah ich, wie die vier Engel die Winde nicht länger festhielten, und ich sah Hungersnot, Seuchen und Schwert. Eine Nation erhob sich gegen die andere. Die ganze Welt war ein Chaos. Was ist das Siegel des lebendigen Gottes, das seinen Leuten auf die Stirn geprägt wird? Es ist ein Zeichen, das Engel lesen können, Menschen aber nicht. Der verderbenbringende Engel muss dieses Rettungszeichen nämlich sehen können. Dieses intelligente Wesen hat das Zeichen des Kreuzes von Golgatha an den adoptierten Söhnen und Töchtern des Herrn bereits gesehen. Ihre Sünde, die Übertretung des göttlichen Gesetzes, wird weggenommen. Sie tragen das Hochzeitskleid und sind allen Geboten Gottes treu und gehorsam. Der Herr wird niemanden entschuldigen, der die Wahrheit kennt und nicht in Wort und Tat seinen Befehlen gehorcht. Maranatha, der Herr kommt.